Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Hier sind ein paar mysteriöse Neuheiten bei mir aufgetaucht. Nein, so mysteriös ist das gar nicht. Denn ich habe mir bei Purish selber bestellt, diese Ghostface Limited Edition von Glamlight. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Produkte so gleich performen werden. Ja, eine kühle Palette. Ich bin auch ein bisschen schockiert von mir selbst. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein kleines Schminki zu machen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde jetzt auch ganz viele Produkte verwenden, die findet ihr sowieso immer wieder bei meinen Favoriten, wie zum Beispiel den Angel Aura Primer von Nabla. Genau, und ich mag die Produkte einfach sehr gerne und deswegen habe ich die auch bei Purish auf meine Creator-Page gepackt. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt, den ich tatsächlich gerne ansprechen möchte. Und zwar gab es so ein paar Änderungen jetzt im Jahreswechsel für euch, für uns, für mich, für dich, für alle im Prinzip bei Purish. Und ich habe hier irgendwie einen Krümel drin gehabt. Und es ist jetzt leider nicht mehr möglich, dass wir euch so diese 20% Mega-Rabatte und so weiter anbieten können, sondern es wurde ein bisschen was umgestellt, sodass wir Creator, so eine Favoritenseite gestalten konnten und die können wir auch immer wieder anpassen. Das heißt, ich versuche jetzt hier auch wirklich alle Produkte auf die Favoritenseite zu packen, die ihr jetzt auch zum Beispiel in diesem Schminki seht oder halt in diesem Zeitraum auch in meinen Schminkis generell seht. Denn darauf könnt ihr zu bestimmten Zeitpunkten, und der eine Zeitpunkt ist jetzt quasi gerade, 15% sparen. Und das geht mit Claudis Welt 15. Ich verwende jetzt hier meinen ganz freshen Skin Realist, denn mein Alter war Uppe. Und dann habe ich mir einfach einen neuen mal bestellt, ne? Habe ich übrigens in der Farbe 1. Und genau, darauf könnt ihr dann nämlich zu gegebenen Zeiträumen die 15% sparen, was ich sehr, sehr gut finde. Und da versuche ich auch allerhand reinzupacken, wo ich auch sehe, dass es eure Favoriten sind. Und das sehe ich dadurch, dass ihr mir das mitteilt, dass wir einfach miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein Puderpinsel, der ist dafür jetzt gerade nicht ganz so geeignet. Nämlich hier von Nabla auch den Foundation-Pinsel. Der müsste auch da tatsächlich zu finden sein. Ne? Und genau, da könnt ihr dann immer, wie gesagt, zu den bestimmten Zeiträumen draus sparen. Oder wenn zum Beispiel Purish selber so eine Creator-Page einrichtet oder eine, wie soll ich das sagen, eine Aktionsseite. So ist es nämlich auch aktuell. Da gibt es diese Winter-Sale-Geschichten. Da ist zum Beispiel hier auch dieser Angel Aura Primer, glaube ich, sogar mit drin. Und auch der Skin Realist, die Foundation, die ich gerade auftrage. Und darauf könnt ihr dann 10% Rabatt bekommen, wenn ihr Claudis Welt 10 verwendet. Das ist dann quasi auch nochmal ein gesonderter Rabattcode. Ne? Aber dieses prinzipiell 15% auf ausgewählte Marken ist leider nicht mehr möglich, aus wirtschaftlichen Gründen, was man ja auch vollkommen nachvollziehen kann, weil ich glaube, alle merken es ja auch, dass sich Dinge verändern. Ne? Und da sind natürlich auch so kleine Online-Shops wie Purish nicht von befreit. Das ist halt kein riesen Online-Shop wie ein Douglas oder so. Und dementsprechend müssen die halt auch schauen, dass die überleben. Und ich glaube, das machen wir dann einfach mal gemeinsam, dass wir das dann auch einfach so hinnehmen und uns darüber freuen, wenn wir halt solche Aktionen haben. Das heißt für mich natürlich, dass ich immer schlau vorplanen muss, dass ich immer gucke, was euch gefällt, was sind gerade so Produkte, die sind on fleek, ne? Und genau, das heißt, das Ganze wird dann immer mal wieder aktualisiert und dann gegebenenfalls auch, dass Sachen mal rausfliegen, entweder wenn sie nicht mehr bei mir in der Sammlung sind oder wenn sie euch einfach auch gar nicht mehr interessieren. Und ihr könnt halt immer, wenn ihr meine Links verwendet, mich damit supporten, weil das quasi Affiliate-Links bleiben. Aber da kriegt ihr nicht unbedingt dann entsprechend Rabatt drauf, ne? Das ist halt dann die Sache. Müsst ihr halt schauen, hier habe ich von Madara den Concealer, das ist ein ganz, ganz neues Produkt. Madara ist jetzt ja neu eingezogen und auch die Farbnuancen, ich glaube 15 oder so ist das, stehen auch in der Infobox. Ich verlinke euch ja sowieso die Produkte immer einzeln, mache ja auch immer schön Timestamps rein und das werde ich natürlich auch beibehalten. Aber jetzt ist es natürlich umso mehr wichtig, dass ihr dann auch Bescheid wisst. Und falls ihr irgendwie coole Produkte habt, wo ihr sagt, ach Mensch, da fahre ich doch gerade tierisch drauf ab oder die sind gerade sowas von beliebt, pack die mal auf deine Creator-Page, dann schreibt mir das. Das ist super wichtig für mich zu wissen. Ich versuche natürlich den ganzen Trends und so, was es alle so gibt, immer zu folgen. Aber ich kriege auch nicht jeden Trend mit, da muss ich ehrlich sein. Da bin ich halt echt zu großes Landei. Das heißt, wenn ihr da irgendwas seht, dann schreibt mir das. Ne? Zum Beispiel Gigi & Gorgeous ist jetzt ja auch von Purish, in Kooperation von Purish mit in die Drogeriemärkte gekommen. Also bei DM ist es zu finden.
Und genau, das heißt, das ist jetzt ja auch eine Marke, die aktuell sehr, sehr angesagt ist. Da versuche ich natürlich auch so viel wie möglich euch dann auf meiner Page zu verlinken, dass ihr dann auch die Möglichkeit habt, eben solche Hype-Produkte dort zu finden. Weil bei DM kriegt ihr natürlich nicht die 15%, wenn ihr da hingeht und sagt, Mensch, hier, ich habe Claudies Welt 15, dann gucken die euch mit großen Augen an und sagen, schön. Ne? Deswegen, also das kann ich euch auf jeden Fall anbieten. Und wie gesagt, immer kommunizieren. Kommunikation ist immer super wichtig. Und natürlich, die Neuheiten werden immer wieder von mir auch vorgestellt, sodass ihr auch seht, was es überhaupt dann Neues da gibt. Und dann versuche ich natürlich auch, das dann irgendwie auch auf die Page zu bekommen. Müssen wir mal gucken. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Ne? Weil kleines Team bei Purish, die müssen ja auch ihren Job machen. Und da kann ich nicht sagen, von jetzt auf gleich macht mir das auf jeden Fall auf die Creator-Page. Da müssen wir dann vielleicht einfach mal alle ein, zwei Tage warten. Das geht natürlich jetzt, wenn ich Videos drehe, ganz einfach. Das ist möglich. Aber dass ich das jetzt bei Instagram poste und dann direkt einen Code habe, das ist dann jetzt nicht unbedingt möglich. Vor allem, wenn dann jetzt auch nicht der Aktionszeitraum für Claudies Welt 15 ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, ihr solltet mich abonnieren, dann verpasst ihr keine Updates. Ich versuche euch das auch immer wieder im Community-Tab zum Beispiel zu kommunizieren. Oder auch auf Instagram, ne? Und ja, genau. Also bleibt einfach am Start und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Jetzt verwende ich hier den Augenprimer von Dominique Cosmetics, diese Eye Base. Da brauche ich nur ganz, ganz wenig von, weil das ist leicht gelb. Und das möchte ich natürlich nicht allzu sehr auf dem Lid haben. Aber es ist ein guter Augenprimer eigentlich. Dann nehme ich jetzt hier den Bronzer von Be Perfect in der Farbe 10 und das ist ein Cream Bronzer. Das heißt, ich gehe da einfach mit meinem etwas sauber gemachten Foundation Pinsel rein und trage mir den auf. Da muss man etwas vorsichtiger sein, weil der ist halt wirklich ein Bronzer und kein Konturprodukt. Ne? Das heißt, wir haben ja nicht unbedingt was Aschiges, sondern eher was Aufwärmendes am Start. Ich habe Make-up bekommen, das ist großartig. Ich werde jetzt abpudern mit Denise Myricks, das ist das Evolution Powder. Das ist so ein rosa Puder, ja, mit so einem Netz drin. Und das nehme ich einfach mit so einem Schwämmchen auf, beziehungsweise, nee, das ist ein Puffelding und kein Schwämmchen, ne? Ja, und das arbeite ich erstmal in meine Handinnenfläche ein und dann gebe ich mir das auf meine Augenpartie. Make-up wieder weg. Guck, so schnell kann es funktionieren. Dann nehme ich mir so einen fluffigen Pinsel. Übrigens auch die Tools sind dann in meiner oder auf meiner oder bei meiner Creator-Page verlinkt. Und das kommt dann ganz grob über mein Gesicht. Und zack, die Bab, die sind wir schon beim ersten Ghostface-Produkt. Das ist so abgefahren. Das nennt sich einfach Horror Blush. Schaut so von außen aus und das hat so dieses Wackelbild, ne? Ihr seht es auch. Crazy, 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 also Scream halt. Das ist die Farbe. Ja, macht einem schon ein bisschen Angst, ne? Ich dippe das vorsichtig erstmal mit dem Pinsel rein. Und dann schauen wir mal. Oh, ich habe wirklich was hier drauf, ne? Wie das sich so macht und ob das überhaupt eine tragbare Farbe ist. Der Schimmer mit drin? Das sieht in dem Fännchen wirklich gar nicht so aus. Aber wenn ich den auftrage, habe ich da irgendwie bläulichen Schimmer mit am Start. Das ist ja witzig. Hä? Wo kommt das denn weg? Weil das Fännchen sieht absolut matt aus. Oh, ist schon eine krasse Farbe, ne? Es ist halt sehr schwer, den aufzutragen, weil das wird schon fleckig. Oh Gott, womit will ich den jetzt einarbeiten? Ich nehme jetzt hier von Nabla diesen Mega-Powder-Pinsel. Okay, ja, lässt sich schon verteilen, aber es ist sehr, sehr schwer damit zu arbeiten. Da bin ich jetzt mal vollkommen ehrlich, ne? Das ist nicht easy peasy lemon squeezy. Und dieser anfängliche Schimmer ist jetzt auch irgendwie weg? Hä, was ist denn da passiert? Gar keine Ahnung. Nun, ja, schön. Versuche ich auf der anderen Seite dann jetzt auch. Also ich finde die Farbe jetzt auch nicht verkehrt. Und hier hat er sich auch nur mit diesem Pinsel ganz gut verteilen lassen. Aber es ist schon was Besonderes, ne? Also das hat man, glaube ich, nicht unbedingt schon in seiner Sammlung. Finde ich irgendwie cool, aber halt sehr, sehr schwierig in der Handhabung. Dann gibt es auch noch aus der Limited Edition dieses Highlighter-Duo. Und das habe ich eben, als ich es geöffnet habe, also erstmal hier dieses Wackelbild, fancy, Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, hatte ich schon mal einen Highlighter von Glamlight? Bin mir gar nicht sicher, aber hier haben wir natürlich so ein ganz, ganz softes Pressing.
von Scream mit drin. Und das ist halt wie Seide, wenn man da so drüber geht. Schaut so aus. Das ist halt, ich würde mal sagen, ein relativ neutraler und ein etwas bunterer Highlighter. Oh, recht grober Glitzer auch in diesem bunten, wo sein Gesicht halt drauf ist. Aber der untere Ton ist tatsächlich dann auch etwas zurückhaltender, neutraler fast schon. Ja, wow. Aber schon derbe, ne? Also wir haben da schon derbe Schimmer auch mit am Start, also groben. Ich würde mir jetzt gerne beide auftragen. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier in den unteren. Wow, ich habe viel zu viel am Pinsel. Viel zu viel. Und ja, wow. Wenn ich es so mache, ist es richtig krass grober Schimmer. Egal. Grober Glitzer. Und dann poliere ich mir das hier so mal ein. Das hat Melli mir bei unserem Schminki beigebracht, dass man das machen kann. Das hier ist eigentlich eher der dezentere von den beiden, ne? Wow. Ist nicht ganz so mein Vibe, weil super nass ist der jetzt halt auch nicht, ne? Toll, jetzt habe ich ja noch einen Pickel. Ja, der wird natürlich jetzt schön betont mit dem Highlighter. Der ist halt auch mit sehr grobem Schimmer unterwegs, vielleicht wirklich was Richtung Karneval. Also, wow. Und dann gehe ich in den oberen rein, das ist ja der etwas kühlere. Und da sehe ich schon direkt auf dem Pinsel diese super groben Glitzerpigmente. Ich denke nicht, dass die Kamera das so einfängt, aber... Wow, okay, das setze ich mir hier hin. Ja, das ist halt direkt leise rieselt der Schnee, ne? Direkt, richtig krass. Habe ich dann auch, also es sieht direkt aus wie Fallout, auch unter dem Auge. Und ich habe es mir extra ein bisschen dezenter aufgetragen. Nee, ne? Das ist schon sehr intensiv vom groben Schimmer her und sehr wenig von dem, was es quasi als Basis hat. Ich kann mir vorstellen, wenn man die beiden halt kombiniert, dass es dann etwas besser wird. Ich habe jetzt hier auch nochmal den anderen, den setze ich mir nochmal drüber, dass man hier einfach einen etwas glasierteren Eindruck bekommt. Aber trotzdem sehe ich auch aus, oh ja, diese krassen, ich wollte gerade schade und krass gleichzeitig sagen, diese krassen Glitzerpartikel. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade war. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ja, nächste Woche, wahrscheinlich, wenn ihr das Video schon seht oder so, wird Sammy operiert. Der hat nämlich Lipome und so weiter. Da musste ich mir das jetzt gerade ein bisschen mal notieren. Was, wann, wo, wie, worauf man achten muss und so weiter. Puh. Ja, es ist halt, ne, wenn der Kleine... Oh, mir blutet das Herz. Okay, also ich mache jetzt aber mal hier weiter. Ich finde den Highlighter zu krass, muss ich wirklich sagen. Ich meine, jetzt so von der Ferne finde ich diese Seite wirklich schön, ne? Mag ich schon irgendwie. Aber wenn ich halt nah rangehe, sehe ich halt sehr, sehr stark den Schimmer. Und hier ist es halt wirklich komplett überall verteilt. Also da habe ich überall den groben Schimmer. Ich mache mir jetzt die Augenbrauen. Da verwende ich hier von Be Perfect das Indestructible Brow in der Farbe Ash Brown. Das ist einfach so ein nur herausdrehbares Stiftchen mit einem Spoolie dran. Und ich habe das tatsächlich auf eine ganz interessante Art und Weise bei meinen Augenbrauen, dass hier quasi, also auf dieser Seite, die Augenbrauenhaare mehr in die Mitte wachsen als auf dieser Seite. Und da gehe ich dann ganz gerne hin und verwende hier von Nabla diesen Brow Divine, Brow Ambition, Entschuldigung, das ist dieser Micro Stroking Brow Pen in der Farbe Ash Blond. Ne? Den finde ich sehr, sehr angenehm und damit kann man sich so ein bisschen die Härchen nachziehen. Und ich brauche da ja nur so 2, 3 einfach, dass es symmetrisch aussieht. Viel mehr muss ja gar nicht. Und dafür ist der 1A. Also den habe ich auch schon mal aufgebraucht. Den mag ich schon sehr, sehr gerne, weil das halt auch eine gute Farbe ist. Wenn ich es ganz natürlich haben will, verwende ich auch nur den und gar nicht noch irgendwie ein Augenbrauen-Farbenprodukt oder so. Und was ich jetzt sehr, sehr feiere, habe ich mir jetzt auch wieder neu nachbestellt, ist von Dominique Cosmetics das Brow Blowout Shaping Gel. Mega, wirklich mega. Macht nur ab und an den Spoolie zwischendrin mal sauber, ne? Sonst ist das Ganze ein bisschen spackig, weil es fängt halt so an, dass es auch wirklich klar aussieht. Im Laufe der Zeit kriegst du natürlich immer mehr Augenbrauenprodukt da dran, ne? Und genau, mach den einfach zwischendrin mal ein bisschen sauber und dann funktioniert das. Und der ist sehr, sehr gut. Der hält die Augenbrauen sehr gut in Form. Ist jetzt nicht so ultimativ festtackernd, aber... schon sehr, sehr gut. Ne? Also für die, die halt keine Betonaugenbrauen wollen, ist das, glaube ich, ganz gut. Aber auch für die ganz gut geeignet, die ihre Augenbrauen sehr gut gebändigt haben wollen, weil das macht der. Und ich habe ja, ja eigentlich relativ dünne Augenbrauen, aber durch die Augenbrauenserien, die ich verwende, aktuell verwende ich das von Özlem wieder, das
Lash Lim, ne? Dadurch sind meine Augenbrauenhärchen einfach länger, weil da sind Hormone drin, die halt verhindern, dass die Augenbrauenhärchen verfrüht, nein, oder in einem normalen Turnus ausfallen. Und dadurch habe ich halt längere Härchen. Das sieht man ja auch, wenn ich die jetzt so hochkämme zum Beispiel, ne? So. Und mit diesem Produkt kann ich das halt wirklich total super in Form bringen und mir das halt so zurechtlegen, wie ich das einfach für mich gerne mag. Und dadurch sieht das Ganze halt etwas voller aus, als das es eigentlich ist. Auch wenn trendtechnisch es jetzt wieder auch Richtung dünne Augenbrauen geht, mag ich das immer noch sehr, sehr gerne, meine Augenbrauen doch etwas fülliger aussehen zu lassen. So, dann widmen wir uns jetzt mal dieser beängstigenden Palette, die Ghost Face Palette. Ja, auch wieder Wackelbild, ne? Finde ich ja einfach total süß. Ghost Face Lifts steht hier auch drin. Sehr, sehr kühle Töne. Sarah Isabel ist, glaube ich, am Applaudieren, wenn sie das sehen würde. Ich verwende als Pinsel die Nabla Ruby Pinsel übrigens, falls euch das interessiert, auch die in meiner Creator Page verlinkt. Ich würde jetzt einfach mal mit Ghostly Grey starten. Das ist dieser sehr, sehr, sehr kühle Blau-Petrolton hier oben. Und den setze ich mir schon mal auf mein Lid, in meine Lidfalte rein. Das ist so mein Basiston des Ganzen. Und wie wir das von Glamlight kennen, haben wir wirklich eine gute Pigmentierung. Und auch wenn das eigentlich doch ein relativ schwieriger Ton ist, finde ich, sieht es jetzt nicht unbedingt fleckig aus oder so. Hat sich ganz gut auftragen lassen, ne? Auch wenn ich eigentlich nicht so eine mega dunkle Verfechterin bin, werde ich das Ganze jetzt ein bisschen abdunkeln. Da gehe ich in Curfew Hour. Das ist dieser Ton, wo auch Ghostface mit drauf abgebildet ist. Da bitte einmal vorsichtig rein und den setze ich mir hier außen hin und blende mir den auch ganz leicht in meine Lidfalte. Schon abgefahren, muss ich sagen. Ja, blau ist immer so eine Sache für sich, ne? Ich nehme jetzt einfach nur mal die Reste vom Pinsel und gebe mir das in den unteren Wimpernkranz. Oh, nicht in die Augen. Möchte ich das nach außen noch ein bisschen verblenden? Ich glaube schon, ne? Da nehme ich meinen Freund Movie Night. Das ist dieser Ton hier. Und oh mein Gott, wenn ich von hier gucke, sieht dieser Ton grün aus. Den muss ich gleich definitiv auftragen, Leute. Oh mein Gott, habe mich soeben verliebt. Schatzi, tut mir leid. Natürlich kommt jetzt erstmal nichts Glitterglue drauf, weil ich möchte ja, dass immer alles schön festgetackert wird bei mir, ne? So, jetzt swatche ich euch mal diesen Mirror Gleam. Dann seht ihr vielleicht auch, was ich gerade gesehen habe. Wir haben rosa, wir haben blau, wir haben grün. Oh mein Gott, der geht ja voll ab. Ist das ein geiler Ton? Ja gut, Glamlight hat halt auch echt immer krasse Schimmertöne. Den tupfe ich mir hier einfach komplett drauf. Ja, Mirror Gleam heißt ja auch Spiegelglanz, ne? Das passt dann total. Wow. Lecco mio. Ich krieg die Lupe gerade echt nicht zu. Ist das schön? Wow. Das sieht nicht aus, als hätte ich nur einen einzigen Schimmerton drauf, Leute. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Krass. Geilo. Mhm. Was ich jetzt hier in der Palette nicht habe, ist irgendwie ein heller Schimmerton für den Innenwinkel. Dann nehme ich jetzt einfach hier aus meinem Highlighter-Duo, ne? Den oberen Ton, ja komm, wir knallen mal ordentlich drauf. Der hat ja auch so was Rosanes und so mit dabei. Das könnte auch was werden. Ja, das passt. Gucke mal, das ist ja mal der Knaller. Es ist abgefahren. Hat das irgendwas mit Scream zu tun? Gar keine Ahnung, aber es ist halt einfach richtig schön. Also mir gefällt das gerade so krass und ich bin wirklich kein Fan, das wisst ihr, von kühlen Tönen, von blauen Tönen und so, ne? Aber das ist wirklich, wirklich hübsch. Ich glaube, man hätte der Palette das auch gar nicht so zugetraut, dass man damit so einen Look schminken kann. Ich glaube, wenn man die Palette erst sieht, denkt man sich, okay, ich habe hier Schwarz drin, ich habe da Grau drin, da machst du halt irgendwie was super Dunkles mit. Ich persönlich finde es übrigens auch merkwürdig, dass wir kein Rot hier drin haben, ne? Weil das wäre ja auch so Blut. Etwas, was ich damit in Verbindung bringen würde. Aber gut, ja, nö, ist nicht. Aber halt so ein Spiegelglanzton ist schon abgefahren. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Und ich finde es ehrlich gesagt sogar gut, dass wir das jetzt so haben. Weil das für mich dadurch auch eine tragbarere Palette für mich persönlich wird. Ne? Weil ich jetzt nicht so die bin, nicht mehr. Damals habe ich halt sehr viel, sehr blau und sehr schwarz getragen. Vor allem schwarz.
bin ich halt nicht, die halt dann jetzt irgendwie sich einfach nur einen schwarzen Lidschatten draufsetzen würde, sondern ich mag es halt schon gerne ein bisschen bunter, ne? Den bunten Look mit der Palette hätte ich echt nicht erwartet. Ich finde es gerade so, so geil. Ist ein bisschen Scream, der dann doch irgendwie noch in Frühjahrsurlaub gefahren ist, ne? Genau, ja, finde ich in Ordnung, mag ich gerne leiden. Und da habe ich jetzt ein paar Töne draus verwendet, bei weitem nicht alle. Und wir haben hier auch noch krasse Schimmertöne, die ähnlich von diesem Gedönsen sind wie der hier, ne? Also der hier ist auch so ein Spiegelton, also dieser und dieser hier hat auch noch so ein bisschen was Petrolmäßiges vom Schimmer mit dabei, was du auch so nicht siehst. Ist eher so grau, wenn man von vorne guckt. Hier haben wir so einen lila Schimmerton und die drei... Nee, der ist auch noch anders. Nee, das ist, die drei sind nämlich so matte Töne, die so Sparkles mit drin haben. Das ist auch so eine Textur, die jetzt ja auch öfters mal so rausgebracht wurde, ne? Das sieht man vielleicht jetzt so auf dem Finger ein bisschen. So schaut das aus. Also als wäre das quasi ein matter Ton, der ein bisschen nass gemacht worden wäre. Also eine sehr interessante und aufregende Palette. Ich kann es nicht anders sagen. Also bin froh, dass ich die jetzt in meiner Sammlung habe. Auch wenn ich das, also so von mir persönlich eher nicht erwartet hätte, dass mich das anspricht. Ich bin gerade einfach happy. Dann habe ich mir jetzt hier bestellt von Physicians Formula. Das ist die Alternative von dem Eyeliner, den ich letztes Jahr auch leer gemacht habe und den ich richtig gut fand. Der Eye Booster hatte nämlich da auch so wachstumsfördernde Geschichten drin, keine Ahnung. Ist jetzt hier nicht mehr, aber wir haben das gleiche Pinselchen und darauf kommt es eigentlich für mich an. Das ist nämlich der Eye Booster Waterproof Ultrafine Liquid Eyeliner. Und hier haben wir wirklich so spürbare, ja, Wassertropfen drauf, ist ganz witzig. Und hier halt diese Pinselspitze, ne? Also richtig, richtig cool. Damit fahre ich persönlich einfach auch sehr gut und kann damit gut um. Weil du damit auch eine richtig scharfe Spitze machen kannst, ne? Ich weiß nicht, ob auch in der LE noch irgendwie sowas mit dabei gewesen wäre. Ich glaube, ein Dip-Eyeliner hatte ich da gesehen. Das ist jetzt nicht so ganz meine Welt, ne? Und bei dem Eyeliner ist auch noch das Geile, dass der halt nicht nur lange auf dem Auge so hält, also das hält wirklich gut, sondern auch, dass er wirklich nicht eintrocknet. Also ich habe den monatelang in Anwendung gehabt und normalerweise 2 Monate. Dann sollte man wechseln aus hygienischen Gründen. Aber der hat gemalt und gemalt und gemalt und ich fand den so toll. Und jetzt habe ich ihn halt jetzt in der neueren Variante wieder und freue mich darüber. Von LH Cosmetics habe ich On-Set Long Lasting Setting Spray. Das war im Adventskalender. Den gibt es jetzt auch übrigens hart reduziert. Also schaut da gerne mal vorbei. Hat ja einen Wert von 776 Tacken oder so und ist jetzt reduziert. Auf 195 ist immer noch eine Stange Geld, aber ihr bekommt sehr, sehr viele Produkte von Linda Herberg oder LH Cosmetics. Eben in so einem Wandel müsst ihr halt einfach nochmal gucken, ob euch die Produkte ansprechen. Ne? Da habe ich ja auch mein Unboxing zugedreht, ist natürlich gerade im i verlinkt worden. Und ich meine, dass das Setting Spray drin war. Ich bin mir da relativ sicher. Gut, genau, das habe ich jetzt nämlich drauf. Fühlt sich sehr angenehm und sehr erfrischend an. Ein Paradiesvogel-Look mit so einer Palette. Ich bin gerade einfach total, ich finde es witzig, ich bin amüsiert. Wo ist meine Wimperzange? Da. Die werde ich jetzt natürlich auch verwenden, weil meine Lashes gecurlt werden. Jo, und dann verwende ich eine Mascara. Das ist die Catrice Fake It Mascara. Die ist jetzt ja gefühlt in aller Munde oder auf allen Augen drauf zu sehen. Und die ist wirklich gut. Ich mag die sehr gerne. Abschminken habe ich eigentlich auch so keine Probleme mit. Zum Beispiel mit dem Geek & Gorgeous Abschminken Balsam oder auch dem, Double Cleansing, ne? Mit dem Jelly Joker in Kombination. Hat so ein Faserbürstchen, was so erdnussförmig ist und ich finde die sehr schön. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also aktuell trage ich auch wirklich die hier, also die Catrice Fake It Mascara oder die Panorama von L'Oreal so gerne, weil die einfach gerade frisch rausgekommen sind und so schön sind. Und immer wieder, wenn ihr mich fragt, muss ich dann überlegen, welche habe ich jetzt nochmal verwendet? Wobei die von Manhattan auch ganz gut war. Trotzdem, also die macht so richtig Wah-Wah-Wum. Und das ist voll mein Vibe. Also ich finde, sowas wertet auch so einen Augenlook halt nochmal auf und macht das Ganze einfach noch strahlender und so, ne? Ich mag das einfach so gerne. Ich mag auch diesen Augenlook so gerne, obwohl der so simpel war. Ihr habt es ja mitbekommen, ne? Bin beeindruckt. Also man kann jetzt dazu natürlich so eine ganz rote Lippe machen, das stelle ich mir sehr cool vor. Oder auch so ein bisschen Lipgloss einfach nur auftragen. Ich möchte es jetzt vielleicht so ein bisschen nude-mäßig haben, so tote Lippe-mäßig, keine Ahnung. Ich nehme jetzt hier einfach meinen Lip Liner von Nabla, den Close-Up Lip Shaper in der Farbe 4, Nude Nummer 4, ne?
Der ist eigentlich recht farbenfroh, nein, schon sehr lebendig auf den Lippen, ne? Und den möchte ich aber jetzt so verwenden, dass ich so eine Art Ombre-Lippe mache. Und da habe ich jetzt einen ganz abgefahrenen Ton, und zwar von Nabla Lisa Beyond Jelly in der Farbe Luna. Wenn ich den jetzt ohne Lip Liner auftragen würde, würde das viel zu hell aussehen. Ihr seht das, ne? Viel zu hell. Aber ich glaube, so wird das jetzt echt cool. Denn der ist halt so ein bisschen dunkel-ocker. Und auch ombre Lippen kommen jetzt dieses Jahr immer mehr, was ich ganz geil finde. Weil das mich so ein bisschen an die 2000er erinnert, so ein bisschen an meine Jugendzeit. Und diese Beyond Jellies sind halt ein tolles Zwischending zwischen Lippenstift und Lipgloss, würde ich dazu einfach mal so sagen. Weil du hast das so ein bisschen auch Jelly-mäßig, wie der Name ja schon sagt, ne? Aber halt nicht so glitschig. So, und ich finde auch, dass die Lippe jetzt sehr gut zum Augenlook passt. Und mir persönlich gefällt dieser Look richtig gut. Ob man jetzt unbedingt den Highlighter und den Blush aus der Limited Edition braucht. Leute, müsst ihr für euch selber entscheiden. Für mich persönlich sind sie ein bisschen zu krass. Aber wenn man dann halt die Lidschattenpalette dazu sieht, dann passt das halt auch schon wieder, ne? Also so von der Story, was sich Glamlight überlegt hat. Ansonsten sind alle Produkte auch generell in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Mal gucken, ob ich es hinkriege, dass darauf auch der Code gilt. Mal gucken, mal gucken. Keine Ahnung, aber ich fühle mich wohl. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Videos drehen. Und ja, das wäre es hier gewesen, ihr Lieben. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.